Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Du fragst dich, wie du schärfere Fotos bekommst, dann helfen dir vielleicht meine Tipps jetzt weiter, denn ich erkläre dir jetzt, worauf ich achte in der Fotografie, um möglichst scharfe Fotos zu bekommen. Also viel Spaß und los geht's. Tipp Nummer 1, die Brennweite entscheidet immer über die Verschlusszeit. Das heißt, die Verschlusszeit ist schon relevant dafür, ob dein Foto scharf wird. Ich achte immer darauf, dass ich mindestens das Doppelte der Brennweite in Verschlusszeit nehme. Das heißt, wenn ich eine 35 mm Festbrennweite habe, mit der ich sehr oft fotografiere, dann achte ich darauf, dass ich ungefähr ein 1/80 Verschlusszeit habe oder sogar noch besser dreistellig. Das heißt, ein 1/100 oder 1/160 Verschlusszeit mindestens, um sicherzugehen, dass meine Fotos scharf sind. Beziehungsweise, wenn ich Personen fotografiere, dann achte ich darauf, dass ich mindestens ein 1/160 Verschlusszeit habe, um sicherzugehen, dass hier nichts verwackelt ist. Wenn du jetzt aber mehr Landschaften fotografierst, dann wirst du ja nicht immer so eine mittlere Brennweite nehmen, sondern dann wirst du ja eher im Weitwinkel oder im Telebereich fotografieren. Und da achte ich immer besonders darauf, natürlich auch wieder bei einem 100er meinetwegen, dass ich auf 2/100 Verschlusszeit mindestens gehe, um ein scharfes Foto zu bekommen. Ich achte aber auch zum anderen darauf, dass ich Hilfsmittel benutze, wie zum Beispiel den Bildstabilisator. Den haben einige Objektive, das 100er Makro hat es auf jeden Fall, von Canon hier, zusammenschrauben, genau. Hier von Canon, das Einsteiger-Kit-Objektiv hat auch schon einen Bildstabilisator. Und sowas hilft natürlich, wenn man aus der Hand fotografiert, um die Fotos weniger zu verwackeln. Das wäre also mein zweiter Tipp an der Stelle. Neben der Verschlusszeit benutze Hilfsmittel wie zum Beispiel einen Bildstabilisator. Mittlerweile leben wir auch in einer Zeit, wo die spiegellosen Kameras ja immer weiter auf dem Vormarsch sind und gerade die Sony Alpha Serie hat ja in fast jeder Kamera mittlerweile einen Bildstabilisator verbaut. Es gibt ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel die Alpha 6000, die hat es nicht, oder die Alpha 6100 hat es, glaube ich, auch nicht. Aber die Alpha 7er Serie hat das, Nikon hat das jetzt auch in der neuen Serie. Von so her hat man da sozusagen doppelten Verwackelungsschutz, wenn im Objektiv ein Stabilisator sitzt und der Bildsensor auch noch stabilisiert ist. Du hast natürlich bei Weitwinkelobjektiven den Vorteil, dass du nicht noch kürzer belichten musst, wie zum Beispiel bei einer 35er oder 100er Brennweite, sondern da ist es ganz toll, dass du etwas länger belichten kannst. Das heißt, es kommt auch mehr Licht auf deinen Sensor und du kannst natürlich auch davon ausgehen, dass deine Fotos trotzdem scharf sind, obwohl du kürzer belichtest. Das ist ziemlich cool, denn du kannst, wenn du einen APS-C-Sensor hast, dann die ISO etwas weiter runterstellen und musst jetzt nicht, wie zum Beispiel bei einer 1/100 oder 1/160 die ISO wieder hochnehmen. Das heißt also, du kannst hier in dem Fall die ISO runternehmen und trotzdem länger belichten, ohne dass das Foto gleich verwackelt aussieht. Wenn dir das nicht reicht, solltest du auf jeden Fall ein Stativ dabei haben, denn alles, was dann um die eine Sekunde geht, das hält, glaube ich, keiner mehr frei Hand. Also es gibt Ausnahmen, wo das funktioniert, wo man total ruhig ist und so lange noch belichten kann aus der Hand. Aber meistens ist es so, dass es schon eher das Doppelte der Brennweite sein sollte, wenn man frei Hand fotografiert. Anders ist es natürlich, wenn du zum Beispiel die Sterne fotografierst. Dann ist es von Vorteil, wenn du auf Stativ arbeitest. Klar, wer kann schon 20 Sekunden aus der Hand halten? Geht natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn du aus der Hand fotografierst und die Tipps beachtest, wirst du auf jeden Fall schon mal besser aufgestellt sein. Kommen wir noch zum letzten Punkt, und zwar der Punkt Blende. Jetzt ist es oft so, dass ich angeschrieben werde und gefragt werde, hey, wie kann ich mit meinem Objektiv mit Blende 1.4 oder 1.8 trotzdem knackscharfe Fotos machen und der Fokus soll ja auch sitzen. Und da antworte ich sehr oft das Gleiche und empfehle dann die Blende zuzumachen. Das heißt, ein Landschaftsbild, wenn du zeigen möchtest, wo du bist, ein tolles Panorama, wird weniger scharf sein bei Anfangsblende 1.8 oder 1.4, sondern da empfiehlt es sich schon eher auf Blende 4 oder Blende 5.6 zu gehen, um einfach mehr Tiefenschärfe zu bekommen. Und das wäre hier auch mein Tipp an der Stelle, wenn die Verschlusszeit nicht ausreicht, um dein Foto scharf zu stellen und du auch trotzdem ruhig stehst, dann empfehle ich dir einfach die Blende ein bisschen weiter zuzumachen. Dann hast du nicht nur mehr Schärfe am Bildrand, was man oftmals will, typischerweise, sondern du hast auch generell mehr Tiefenschärfe und dadurch ist mehr im Fokus im Bild und dadurch auch mehr scharf. Das heißt also, wenn du auf die Verschlusszeit und auf die Blende achtest, dann solltest du eigentlich relativ sicher sein, was dein Foto angeht, wenn du alles möglichst scharf darstellen möchtest.
Die richtige Haltung, die richtige Pose macht natürlich auch viel aus. Das heißt, wenn du deine Kamera in beide Hände nimmst, wenn es irgendwie geht, wenn das von deiner Perspektive her passt, dann solltest du beide Hände auch benutzen. Das heißt, ich mache es immer so, dass ich eine Hand am Objektiv oder am Body habe, um das Ganze noch zu stabilisieren. Dann ist die Kamera natürlich am Kopf, am Auge und das gibt nochmal so einen dritten Berührungspunkt, wo man die Kamera stabilisieren kann. Und das sollte eigentlich schon ausreichen mit den Einstellungen, um das Foto möglichst scharf wirken zu lassen. Ich achte immer darauf, dass ich vorfokussiert habe auf den Bereich, den ich dann, wenn ich zum Beispiel etwas Vorbeifahrendes oder Vorbeifliegendes fotografieren möchte, dann da schon mit dem Fokus sitze. Jetzt würde mich natürlich interessieren, welche Objektive benutzt du am liebsten? Das heißt, bei welchem Objektiv hast du denn das Gefühl, es ist am schärfsten? Da machst du einfach deine Fotos, die am schärfsten sind, wo du das Gefühl hast, da passt auch alles bis in die Ecken, bis in die Ränder. Vielleicht sogar welches Objektiv dir mit Offenblende am meisten Schärfe trotz alledem bietet. Das würde mich auch interessieren. Und mich würde interessieren, welche Objektive von euch einen Bildstabilisator haben, denn da gibt es ja große Unterschiede. Da gibt es echt teure Objektive, die trotzdem keinen haben. Also schreibt mir das am besten mal hier in die Shownotes unten rein. Ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen austauschen und Erfahrungen gegenseitig mitgeben. Ich denke, da kann jeder was auf jeden Fall davon mitnehmen. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen gefallen. Ich hoffe, die kleine Hilfestellung hat dir genützt. Wenn ja, schreib mir das gern, da würde ich mich drüber freuen. Abonniere, wenn du möchtest, meinen Kanal. Und in diesem Sinne, viel Spaß und probiere es aus. Probiere wirklich aus, schärfere Fotos zu machen, wenn du Probleme damit hast. Und schreib mir gern, wie du damit vielleicht Erfolg hattest oder auch nicht. Das kannst du mir auch gern schreiben. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.